Wow, schaut euch mal an. Diese riesige Studie ist wieder da. Mann, ist der groß. Ja, sieht so aus, als würde der mit jemand... Als würde er jedes Mal größer und größer werden. Wir müssen das Meer entzündet haben. Hört meine Worte. Dies ist ein schlechtes Omen. Hör auf, hör auf mit dem Geschwätz, Oma. Naja, aber jetzt ist es zu gefährlich. Lass uns weg vom Strand gehen. Ein sehr schlechtes Omen. Sehr, sehr schlecht. Was? Ist da jemand? Ah, ein Geist! Weißbrot. Endlich sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Raimund Elf, wir kommen. Kapitel 8. Wiedersehen mit Axel. So muss es sein. Bestimmt sehen wir Axel bald wieder. Ich freue mich so. Ich würde gerne sehen, ob ich sein Feuertor da stoppen kann. Es wird nicht einfach darin, seine Torschüsse sind eine Klasse für sich. Aber wir wissen doch nicht einmal. Wir wissen doch nicht einmal, ob dieser Feuerstürmer tatsächlich Axel ist. Es wäre doch wirklich schade, wenn ihr euch große Hoffnungen machen würdet und am Ende ist er es gar nicht. Hehe. Es kann aber schon sein, dass er es ist. Ich wette, er ist in Okinawa nur ein Spezialist im Sündentraining absolviert. Ich kann es kaum abwarten, dass er wieder dabei ist. Mit Axel im Team sind wir einfach unschlagbar. Ist Axel wirklich so gut? Oh ja, das ist er. Egal wie aussichtslos die Lage ist. Axel schafft es immer, die Mannschaft da wieder rauszuholen. Er gibt ihnen im Team Selbstvertrauen und Sicherheit. Er ist der perfekte Stürmer. Der perfekte Stürmer? Das ist beeindruckend. Axel. Ich habe ihm versprochen, dass wir wie die legendären Inazuma Eleven werden würden. Ich konnte es einfach nicht fassen, als er uns verließ. Er meinte, er fiele uns nur zur Last. Aber ich bin sicher, dass er das nicht der echte Grund war. Er hat uns niemals freiwillig verlassen. Es muss einen anderen Grund dafür geben. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Mark, was konnte Axel überhaupt in Okinawa wollen? Es gibt nur eine Möglichkeit, trainieren. Er bereitet sich darauf vor, seinen Platz als Stürmerass wieder einzunehmen. Warum sollte er denn den ganzen Weg nach Okinawa kommen, nur um zu trainieren? Vielleicht hat er irgendwelche Ärger und musste eine Zeit lang untertauchen. Ach, Zoe, du verbringst viel zu viel Zeit vor dem Fernsehen. Eigentlich nicht, das stimmt. Wir werden nie herausfinden, wieso Axel nach Okinawa gegangen ist, solange wir ihn zum Bus hocken und hocken spekulieren. Ich weiß, wir müssen ihn finden und mit ihm reden. Und dieses Mal werde ich ihm helfen. Es ist mir egal, wie lange es dauern wird. Wir werden Axel finden. Richtig. Dürfen wir einige große Willkommensfeier geben, wenn er wieder hier ist, Trainerin Nina? Ich denke, das wäre in Ordnung. Hä, wo ist sie jetzt hingegangen? Moment mal. Einzelt hat mir erzählt, dass sie es war, die Axel überhaupt erst aus dem Team geworfen hat. Ist es dann nicht etwas seltsam, dass sie ihn wieder willkommen heißen will? Scotty, mach jetzt nicht unnötige Ärger. Trainerin Nina teilt uns vielleicht nicht immer mit, was ihr gerade durch den Kopf geht. Aber ich bin mir sicher, dass sie sehr gute Gründe hatte, Axel vorzuschicken. Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt müssen wir los. Hier rumzuhocken bringt niemanden etwas. Auf geht's, Okinawa. Axel, wir kommen. Alles klar, Leute. Die Nachrichten im Radio und im Fernsehen sind voll von Berichten um Jiba Genesis. Es scheint, als würden sie nicht so viel Zerstörung anrichten wie die anderen Elite-Teams. Aber alle sind nervös angesichts ihrer überragenden Stärke. Sieht so aus, als könnten wir Axel wirklich gut gebrauchen. Allerdings. Alles klar, sagt Bescheid, wenn wir bereit sind, fürs Haupt-CDRB machen es. Ja, wir machen das jetzt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle Nebenquests oder alle Charaktere, die ich holen muss, am Ende zu machen. Also vor dem finalen Boss. Die überwältigende Stärke von Genesis macht uns alle nervös. Wenn doch nur Axel hier wäre.
Obwohl diese Feuerstimme in Okinawa ist, kann es etwas sein. Feuerstimme? Egal. Es gibt feuriges Essen für mein Erik. Ja, ich bin bereit. Okay. Oh, da oben ist es. Innenstadt. Das ist mal eine geile Stadt. Aber besser gefällt nur Sean's Frost Heimatstadt. Geile Mucke. Wow, sieh nur, wie blau das Wasser hier ist, Mark. Wie schön das im Sonnenlicht glitzert. Ja, das sieht so romantisch aus. Schatzi, das hier wäre doch der perfekte Ort für einen Antrag. Antrag? Trinalina hätte uns begleiten sollen, anstatt im Bus zu bleiben. Sie hat keine Ahnung, was sie hier entgehen lässt. Hier war es also, wo ich diesen Kerl gesehen habe, der wie Axel aussieht. Wenn ich mir so das Meer anschaue, kriege ich echt Lust, schwimmen zu gehen. Auf Mark! Er drin zum Wasser. Aber brauchst du nicht einen Badeanzug? Wer braucht schon einen Badeanzug? Wir können doch einfach nur hineinspringen. Tori, das... Halt, geht nicht zum Wasser. Ah, da die Oma von vorhin. Was ist das für ein Lärm? Ah, sieh nur, da draußen ist ein riesiger Strudel. Der ist echt groß. Mann, der sieht wirklich bedrohlich aus. Wow, er ist sogar noch größer geworden. Hört nur, wie laut er rauscht. Das Meer tobt, ich sage es euch. Was habt ihr getan, um das Meer so zu erzürnen? Das ist sehr schlimm, sehr, sehr schlimm. Was? Wir sind doch gerade erst in Okinawa angekommen. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Oh, Schatzi, ich habe solche Angst. Halt mich fest. Was hat das mit diesem gigantischen Strudel denn eigentlich auf sich? Keine Ahnung, Mann. Plötzlich ist er im Meer aufgetaucht. Einfach so. Ein paar Leute sind da auch schon reingeraten. Ich rate dir. Halte dich von dem Ding fern, Mann. Wir leben wahrlich in dunklen Zeiten. Ein seltsames Ereignis folgt auf das nächste. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass hier am Strand ein Fußballspieler rumläuft, dessen Schüsse Flammen erzeugen. Flammen? Das hört sich doch nach Axels Feuertornado an. Dem Hinweis sollten wir nachgehen. Das ist der Junge, den wir hier treffen wollten. Können Sie uns mehr über diesen Feuerschlimmer sagen? Was? Ihr kennt diesen Kerl? Ja, er ist unser... Nein, wir kennen den überhaupt nicht. Wir hatten nie etwas mit einem Feuerschlimmer zu tun. Das ist gut zu wissen. Und haltet euch von diesem Strudel fern, ja? Ja, natürlich, wir werden sehr vorsichtig sein. Krieg keine Luft. Oh, tut mir leid, Mark. Was sollte das denn, Bobby? Na du Dose, denk halt mal nach. Diese Leute hatten offensichtlich keine hohe Meinung von diesem Feuerstürmer. Es wäre echt dumm, überall rumzuerzählen, dass man mit dem örtlichen Tunichgut befreundet ist. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass Axel sich hier auffällt, noch größer, als wir erwartet hatten. Frost! Du zitterst hier. Geht es dir gut? Ist dir übel? Hey Frost, alles in Ordnung? Wir sind zu spät dran. Frost, deine Familie. Mami, Papi, Heidern. Frost, komm wieder zu dir, Frost. Mark, geht es dir gut? Du bist ja ganz blass. Es geht mir gut. Ich glaube nur, ich bin nicht gerne in der Nähe dieses Strudels. Hat dich das Getöse von dem Strudel an die Lawine erinnert, Frost? Nein, das ist nicht. Mir ist nur gerade etwas übel geworden. Keine Sorge, es geht wieder. Bist du sicher? Ja, es geht schon. Wie auch immer. Was wir jetzt tun? Einfach nur hier rumstehen und auf Axel warten? Könnte ziemlich langweilig werden. Du hast recht. Ich weiß was. Wenn wir schon hier sind, können wir auch ein wenig am Strand Fußball spielen. Was? Auf keinen Fall. Ich will auch keinen Sonnenbrand bekommen. Du bist schon braun genug. Ach, was wäre das für eine Tragödie? Wollen wir wirklich hier am Strand trainieren? Auf jeden Fall, hier im Strand können wir uns nicht zu frei bewegen. Das ist eine sehr gute Übung. Dadurch werden wir noch viel stärker. Außerdem ist es eine gute Methode, Axel zu zeigen, dass wir hier sind.
Genau, alles klar, dann mal los. Wir bereiten in der Zwischenzeit alles für euch vor. Rede mit mir, wenn du bereit bist, mit dem Training anzufangen. Und wer seid ihr? Ah, okay. Hey, sind die nicht? Oh. Hey, warte mal. Hey, listen. Okay, mal ein bisschen abchecken hier. Mal reden mal. Oh nein, schaut euch nicht nur meinen schlimmen Sonnenbrand an. Okay. Die erzählt irgendwie nur unnötige Sachen, oder? Die Menschen. Langsam vergeht, naja. Feuerspucker. Tatütata, ich patrouilliere im Meer, wenn ich nur Hurley auf das Meer aufpasse. Okay, und du, Opa? Schauen wir mal ein bisschen hier rum. Ah, Wasser heiß. Ist sehr gut, wenn es im Sommer ist. Das hat der Andagi probiert, das irgendwie durchspielen. Ja, okay. Ich rede einfach mit denen, um die paar Infos zu sammeln. Für mich Erdbeere, bitte. Ja, ein riesiger Strudel. Der sieht irgendwie schon geil aus. So, jetzt gehen wir da auch rein. Wenn ich das hier alles fertig habe... Ach, der Bahnanzug ist vielleicht doch ein wenig zu gewagt für mich. Oh, Wenn doch nur ein gut aussehender reicher Prinz käme. Ja, du und deine... Träume hier. Das ist ein Orca. Ich kann es sagen, das sind... Ach, dumme Kinder. Das ist ein großer Delfin. Schwachmaten. Ach, das ist dieser behinderte Junge. Kann ich da rein? Das wäre jetzt bei Original Melody, ja, okay. Ich hab mich schon gewundert, wo die Zufallskämpfe sind. Die Wattwürmer. Wieso hat es gerade so gehangen? Okay, dann haben wir das auch jetzt. Weiter so, Raimon! Oh, nicht du auch noch. 33. Die Mucke ist geil. Hä? Okay, und du? Ballkontrolle. Ballkontrolle 33. Jetzt hast du so wenig davon, Mann. Hier, Fetti, trainier mal. Wieso hat er keine Kokosnuss gegen den Kopf bekommen, Mann? Ach, da ist auch eine Truhe. Hab ich mir irgendwie schon gedacht, hier. So, eine Runde gemacht. Und du, Hund. Willkommen, Raimon Elf. Ach, der Hund kennt mich auch. Und sehen uns mal die Attacken an. Ritter, Prismabogen, Superblitz, Könnergolfer, Feuerdrache, Dwang-Tornado. Multischuss. Multidefensive. Krankenschnitzer, Feuerspucker, Schutzmann, Konterabwehr, Tsunami. Tsunami-Mama soll richtig gut sein. Okay. Okay, jetzt mal mit einem Typ noch reden. Ah,
ein Mädchen hier. Okay, dann sortieren wir mal ein paar Spiele aus. Warte, erstmal Spezialtechnik beibringen. Das kann irgendwie verschwinden, glaube ich mal. Tsunami, 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 Mauer. Nein! Nein! Warte! Warte! Da ist jetzt dieser... Oh nein, ich hab die Attacke weggemacht! Okay, das werde ich im nächsten Part wieder besser machen. Dann ist die Attacke hier unten und die andere Attacke ist da. Verdammt, wie bin ich so dämlich? Oh nein. Dragon Tornado. Spieler, ich spawn mal jetzt Erik in die Truppe. Um die Attacke mal zu testen. Irgendein Zufallskampf. Jetzt auch immer mal ein Zufallskampf. Ja, doch jetzt. Wenn es ein neuer ist. Ja, neuer zum Glück. Ah, erobere den Ball. Was soll ich damit machen? So. Haben die auch so schon speziell müssen? Nein, haben die nicht. Oder ich scheiß auf die Attacke, ganz ehrlich, ich scheiß drauf. Es regt mich jetzt gerade auf, dass ich diese Attacke weggemacht habe. Ah, die Bahn holen Bolzer. Okay. Gretchen. Sehen wir uns die Attacke an. Wieso kann ich das nicht einsetzen? Hä? Raimund! Okay, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir mit Silvia reden.